Ja, hallo, servus und grüß euch, herzlich willkommen zurück. Letzte Folge haben wir ja am Ende Mithra, den Besitzer dieses großen Anwesens, kennengelernt. Es war ein Wahnsinnsfight im wahrsten Sinn des Wortes. Mithra lebt nach wie vor, wie so ziemlich alle Bosse in dem Spiel. Aber ich habe es in der letzten Folge eh auch erklärt, ich möchte mal wirklich alles erkunden und dann die doch schon recht große Bossliste abarbeiten. Solange da halt noch so viel unentdeckte Teile sind oder Stellen sind, ich habe einfach im Moment nicht die Ruhe und die Motivation, dass ich mich auf die Bosse einlerne. Ja, ich wollte dich selektieren. Wir haben noch immer dieses Blattfeigen-Dings-Rüstungszeugs an, weil das halt gegen Wahnsinn am besten hilft. Gegen Nieder hat es uns, naja, bedingt geholfen. Ich steche immer oben drüber. Wow! Aber ich wollte jetzt auch die Rüstung nicht umändern. Wobei, es kommt drauf an. So viel Wahnsinn teilt die Ratten ja nicht aus. Ich glaube, da könnte man so sie halt einfach drüber schwingen. Und das dicke Ende kommt zum Schluss. Kann man Ratten backsteppen? Wir werden es gleich wissen. Das kann man nicht, aber man kann sie einstellen. Ja, ein bisschen was dürfte es geholfen haben. So. Da hoch. Ich möchte mich unten nochmal umsehen. Ich meine, wenn wir zu viel Schaden nehmen, muss ich die Rüstung sowieso wechseln. Ich, wie gesagt, ich möchte jetzt im Moment einmal erkunden und alles aufdecken und entdecken. Und dann habe ich hoffentlich die Ruhe und auch die Zeit, dass ich mich einzeln auf die Bosse konzentriere. Okay, du bist ein Schaf, du tust uns nichts. Hoffe ich zumindest. Hä? Das kennen wir noch gar nicht, das Bonfire. Ja, dann nehmen wir das. Dann nehmen wir das. Vielleicht versteckt sich da auch noch eines, aber da sind die Glühbirnenköpfe unterwegs. So, ich wollte eigentlich in die Richtung gehen. Wir schauen falsch. Wir wollen dorthin. Schauen, ob man da irgendwie hochkommt. Gehen wir einfach mal die Runde. Versteckt euch, macht keinen Laut. Ja, das ist die Warnung, weil da unten... Ja, genau, da unten sind diese elenden... Nee. Ich hasse sie. Aber wir gehen dann einfach mal da lang. So, ich möchte nicht beide gleichzeitig bekämpfen müssen. Jetzt sind wir richtig. Wobei eigentlich auch fast richtig, weil ich wollte eigentlich dort hoch. Oh, urviel große Rat da, da ist. Ja, jetzt müssen wir halt vergleichen, wie viel uns jetzt diese Blattrüstung gebracht hat. Die hat ja unseren Fokus immens gesteigert. Also gegen Mithra doch ein bisschen was gebracht, aber der mit seinen Flächenangriffen und so, also das finde ich ziemlich hardcore. Wobei, ja, ich finde die Bosse generell extrem schwer. Ich meine, vielleicht liegt es auch daran, dass ich schon ewig lang nicht mehr spiel aktiv und schlicht und ergreifend aus der Übung bin. So, da wollen wir eigentlich gar nicht her. Nope. Wobei, so neblig, von da oben wirkt es gar nicht so neblig. Wahrscheinlich erkennt das Spiel das, dass wir jetzt dort nicht hinwollen und jetzt scheint die Sonne und alle sind glücklich und alle sind froh. Egal. Wir gehen bergsteigen. Ist da hinten eine Höhle?
Nein, das ist nur ein Schatten, glaube ich. Das ist nur ein Schatten. Da hinten sehe ich Loot. Oder ist nur ein Totenkopf? Ne, das ist Loot. Mörderscheine. Mal wieder. Wäre nicht das erste. Kann ich da hoch? Ich wollte mich mal wieder hoch Skyrimmern, aber es geht halt nicht. Nope. Schmiedestein 7. Ich meine, ich schätze mal, die beschützen irgendwas Cooles, weil sonst wären es ja nicht so viele, oder? Sind die einfach nur auf Betriebsausflug? Ding Loot. Cookbook. Skeletor Tree Fragment. Ha! Bin immun gegen deine was auch immer Angriffe. Mehr oder weniger. Skeletor Tree Fragment. Hat sich ausgezahlt, dass wir nochmal hergegangen sind, oder? Ja. Weiter erkunden. So, ich backstep dich, während der andere, dein Kumpel, jetzt von hinten auf uns zuläuft. Aber bis dahin habe ich dich hoffentlich erledigt. Und das interessiert ihn wenig. Na, da ist er. So, wir werden jetzt die Rüstung umändern. Einfach damit ich es vergleichen kann. Ich weiß nicht, ob es uns wirklich so viel bringt und naja, so sind wir halt doch stylischer. Und halten auch mehr aus. So, wo sind wir jetzt? Ich laufe schon wieder in die falsche Richtung. Ich will da, aber da ist eine Sackgasse. Mal schauen, wie wir da hochkommen. Ob wir da hochkommen. Und ich könnte mir vorstellen, vielleicht solange dieser Mithras noch lebt, dass der halt doch urnegativen Einfluss auf das Gebiet hat. Was ist das? Gut. Achso, das war eine von den Ratten, die wir gekillt haben. Dass der halt einen super negativen Einfluss auf das Gebiet hat und wenn er vielleicht tot ist, dass erstens einmal Torrent kommt und wir dann da irgendwie auch hochklettern könnten. Weil im Moment wirkt es halt nicht so, als würden wir da so leicht irgendwo raufkommen. Schauen wir mal, vielleicht findet man einen Weg. Aber da, ich kann mir, wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass da richtig viel noch versteckt ist. Weil so wirklich tolle Sachen haben wir nicht gefunden bisher. Da zum Beispiel, da kommen wir ohne Torrent kommen wir da nicht hoch. Torrent fürchtet sich und hat Angst. Aber das wird bedeuten, dass wir Mithra besiegen müssen. Ich möchte ihn halt, ja, alleine probieren, bis der Frustfaktor so groß ist, dass ich dann die Mimiktier oder irgendeine andere Unterstützung erhole. Aber ich möchte ihn definitiv probieren. Und ja. Bis es soweit ist, alles einmal erkunden. Vielleicht habe ich dann eben, wie gesagt, die notwendige Ruhe und weil es ist doch Souls-Bosse, man muss sich darauf einlassen, man muss den Rhythmus lernen, man muss, ja,
eins werden mit ihnen, um es so super kitschig zu formulieren, dann geht's. Aber solange ich weiß, wir haben das noch nicht entdeckt, wir waren dort noch nicht, wir haben auch eine Menge Dungeons und Höhlen, die wir uns noch nicht angesehen haben, was mich schon lange reizen wird, eigentlich während der ganzen Aufnahmesessions, wir haben da diese Höhle mit den, ich glaube Särge waren das, eine riesengroße Höhle entdeckt, die möchte ich mal ansehen. Und ja, solange es so viele Dinge gibt, habe ich halt einfach nicht die Ruhe und ich möchte es halt vermeiden, dass ich jetzt auf Zwang den Boss mache, weil ich kenne mich. Wir würden das jetzt 7-8 Mal machen und ich würde dann dort hängen bleiben und dann würde ich mal Mimiktier holen und dann nehme ich mir selber dann doch auch ein bisschen Spaß weg. Wobei Mithras war ehrlich gesagt kein Spaß. Mal schauen. Ich muss ja auch niemandem was beweisen, also wenn es wirklich gar nicht geht, kann ich immer noch auf Geisterasche zurückgreifen. Wow, wie viel kommen denn noch? Wo kommst du denn her? Wenn ihr nicht mindestens jetzt ein Cookbook beschützt, bin ich enttäuscht. Wobei, ich glaube, wir rennen jetzt gerade zurück. Wir rennen im Kreis. Da war nämlich das erste Bonfire. Also ich glaube, wir haben da jetzt mal alles entdeckt. Ich würde das mal abhaken. Ich war da jetzt zwar noch immer nicht bei beim blauen Beacon. Mal schauen, ob wir da irgendwie hochkommen. Aber da kommen wir jetzt zum Anfangsgebiet. Naja, da kann man nicht hoch ohne Torrent. Moment, haben wir da nicht? Nein. Haben wir nicht. Schade. So. Naja gut, dann, wenn es da jetzt nicht weitergeht, tut's nicht. Steht als nächstes auf der Liste. Und zwar ein Gebiet, das ich ganz am Anfang entdeckt habe. Dann eigentlich, ich weiß auch nicht warum, nie wieder weitergelaufen bin. Und zwar, ich weiß nicht, ob wir uns das alles komplett angesehen haben. Ich weiß, ich habe die Höhle markiert, Höhle an der Flussmündung, aber ich habe keine Ahnung, ob wir da oben waren. Und ja, dann das nächste Gebiet, endlich das Grüne. Dann fehlt uns noch das kleine Gebiet da. Aber das möchte ich alles noch erkunden und dann haben wir eh alles so weit wie möglich bis auf die Geheimnisse entdeckt. Und dann geht es an die Abarbeitung der Bossliste. Ich hoffe ja, dass wir halt noch so viel Skardotree-Samen wie möglich finden. Weil... Wo ist der Ausgang? Da ist der Ausgang. Ich fühle mich tatsächlich echt nicht stark genug für die Bosse. So, links. Juhu! Torrent! Und ich kann mich auch ehrlich gesagt nicht erinnern, vielleicht haben wir es uns doch angesehen. Nein, vielleicht war es in der ersten Aufnahmesession. Nein, da wollte ich nicht hin. Müssen da weg. Solange die Grabe da ist, komme ich nicht aus ihrem Einflussbereich raus. Ja. Ich meine, auf der anderen Seite, Ruinen der Tempelstadt sind markiert. Also scheinbar war ich da schon. Aber ich kann mich an das da hinten alles nicht erinnern. Oder wir müssen wirklich von oben da reinlaufen. Oder wir schauen uns die Höhle an der Flussmündung an. Wir schauen uns die Höhle an der Flussmündung an.
irgendwie, ich kann mich echt nicht erinnern. Und die Zeit, dass ich jetzt alte Let's Plays anschaue von mir, habe ich jetzt nicht wirklich. Mal schauen. No. Ich bekämpfe gern alle Gegner in dem Spiel, aber die Wölfe, das tut mir immer leid. Die bekämpfe ich nicht so gern. Vor allem das Wimmern und die Eulen nachher dann, das finde ich schier. Bleib sitzen, dann tue ich da nichts. Okay. Ihr hattet eure Chance. So leid es mir tut, aber ich meine, wenn sie nicht angreift, dann kann ich nicht anders. Und die teilt dann schön aus eigentlich. So. Die Höhle habe ich jetzt deswegen gewählt, weil ich kann mir vorstellen, meistens, das haben wir in den letzten Folgen gesehen, dass die Höhlen immer wieder auch zu neuen Gebieten geführt haben. Und ja. Außerdem hätte man dann eins weniger auf der Liste. Okay, das bricht definitiv ein. Aber da geht es ja auch. Wie kommt man dorthin? Da geht's doch rein. Oder vielleicht raus, wenn wir uns dann da oben irgendwo runterfallen lassen. Wir werden sehen. Wobei, da geht es jetzt nochmal tiefer. Schattenreich-Rune. Da rinnt definitiv unten Blut raus. Und das ist keine Fake Wall. Naja. Moment. Ohne Lämpchen geht gar nichts. Wow. Wow. Das sind ein bisschen arg viele. Einer weniger. Aber voller die Waldfee. Okay. Ich meine, wir könnten sie. Da oben ist ein relativ schmaler Durchgang. Moment mal. Ich muss nur kurz für mich einmal abchecken. Wir machen das so wie 300. Die haben auch eine riesen Armee besiegt, indem sie sie einfach ja, durch einen schmalen Durchgang gelotst haben. Und somit quasi taktischen Vorteil hatten. Also one by one wird hardcore, weil die halten schon ziemlich viel aus. Wo geht's da lang? Sorry, Doggy. Ach ja. Heiliges, blutiges Fleisch.
Okay, jetzt sind wir da, wo ich mal die Frage gestellt habe, wie kommen wir dorthin? Das war jetzt wahrscheinlich blöd, weil jetzt, wo der Boden zusammengebrochen ist, ist der Sturz runter wahrscheinlich viel tiefer und wir tun uns richtig weh. Das war jetzt nicht so schlau wahrscheinlich. Ja, das war wieder einer dieser nicht ganz nachvollziehbaren Stürze, die gut gehen. So, ich überlege gerade, was wir tun könnten. Mein Backstabben? Pff, das sind halt surreal viele. Und da hinten ist ein. Ist da hinten ein Bossnebel auch noch? Also der mit dem Prügel, der ist mir unsympathisch. Den möchte ich losbekommen, weil ich glaube, der ist irgendwie. Okay, die anderen sind ziemlich unbeeindruckt für diese Interaktion. Ja, dann machen wir das so, oder? Ich meine, direkt reinstürzen wäre fataler Fehler. One by one geht's. Ich meine, der junge Mann, der da rumpatrouilliert, der macht mich ein bisschen nervös. Ich weiß nicht, ob der mehr auf dem Kasten hat als die. Aber mit Powerschuss brauchen wir nur zwei Pfeile. Da ist noch einer versteckt. Ja, man hat es gemerkt, er hat sich's überlegt auf dem Weg zu uns, aber es war zu spät. Das ist eigentlich mit dem Kollegen da hinten, den kann ich noch nicht anvisieren. So, ich glaube, wir haben jetzt alle, bis auf den. Jetzt werden wir gleich wissen, was er kann. Gar nicht so viel. Der läuft einfach nur nervös rum. Hui. Blut Amaryllis. Ich bin ja gespannt, was der kann. Wir werden einmal ein paar Giftpfeile reinjagen. Und auch nicht so viel. Der schaut auch nur fett aus, als er ist. Weil nämlich der eigentliche Bossfight da hinten stattfindet. Ich glaube, wir hätten da einfach durchlaufen sollen, weil ich habe jetzt fast mein ganzes Mana verbraucht. Pfeile ist egal, Pfeile haben wir ja fast schon unendlich. Schade. Kein Skado-Tree. Da hinten ist noch was. Oh, oh. Naja, Blutamaryllis hätten wir genug. Keine Ahnung. Cookbook haben wir noch keines dafür. Oder wahrscheinlich vielleicht schon. Vielleicht könnten wir jetzt Bloody Mary ohne Ende craften. So.
Das ist schon wieder so ein. Die Kamera ist mein schlimmster Feind, Boss. Wow. Ja, ich sehe nichts. Ich bin die meiste Zeit in seinem Bauch drin. Asche des Hexers, der Blutunholde. Ja, gut war es, dass wir den mit dem Stab zuerst gekillt haben, weil das war ein Hexer. Hätten wir das auch gelernt? Schade. Ich dachte eigentlich, wir kommen da jetzt irgendwo raus und kommen in ein cooles neues Gebiet. Nun, tun wir nicht. So, von da kam man hier rein, oder? Ja, da haben wir das Blutbad von veranstaltet. Ich sag's euch, bei der Hitze, ich habe oft den Eindruck, ich habe dann irgendwie so Mikroschlaganfälle und dann verliere ich irgendwelche Wörter oder mein Hirn biegt komplett falsch ab in irgendeine Richtung. Es ist fürchterlich. Aber naja. Gut. Dann glaube ich mal, dass wir das erledigt haben. Die Markierung können wir weggeben. Da hätte ich schwören können, dass wir noch nicht waren, weil ich kann mich da nicht wirklich erinnern. Ruinen der Tempelstadt. Nebelriss-Katakomben. Oder war ich da und habe dann umgedreht? Ich weiß es nicht. Wir schauen jetzt mal kurz daher. Nee, schon wieder 27 Minuten. Die vergeht wie im Flug. Ich kann mich irgendwie grau erinnern. Ich weiß, ich habe diese Gebäude gesehen, aber ich weiß jetzt echt nicht, ob wir schon dort waren. Nachdem auch kein Bonfire dort ist. Ich weiß es nicht. Scheint nicht so. Nebelriss-Katakomben möchte ich. Verdammt, da müssen wir mit dem Lift fahren. Na gut, dann fahren wir mit dem Lift. Wobei, die könnten wir uns in der nächsten Folge anschauen. Wir könnten ja zum Beispiel langsam eins nach dem anderen abarbeiten. Ihr merkt, ich tue alles, damit ich mich nicht den Bossen stellen muss. So, immer wieder mal umschauen, weil das wäre nicht das erste Mal, dass dann ein Gang an uns vorbeirauscht. Nee, Nebelriss kann ich mich erinnern, das war eine Sackgasse, oder zumindest habe ich gedacht, dass es eine Sackgasse ist. Ja, weil... Fuß der uralten Ruinen, darunter... Ich glaube, ich bin von da dann nicht runtergekommen, es kann sein. Schauen wir mal, wenn wir da jetzt rechts laufen. Torrent! Oh, ich habe dich vermisst. Aber es scheint, dass man meine Erinnerung einen ziemlich fetten Streich spielt. Weil. Also ich glaube, wir haben da wirklich alles entdeckt, was zum Entdecken gibt. Also das. Nebelriss Festung. Ja, jawohl, das war diese eine Festung. Wo es von oben mit diesen ganzen Teilen auf uns geworfen haben. Explosionsmittel und so weiter und so fort. Ich glaube, da haben wir alles entdeckt, was zum Entdecken gibt. So. Und dich wollte ich jetzt nicht an der Backe kleben haben. Ich wollte eigentlich genug Distanz bekommen, dass wir die Karte öffnen können. Mittendrin statt nur dabei. Jetzt sind wir so richtig im Geschehen. Da haben wir, glaube ich, auch alles geplündert. Ja, aber das ist
Da sind wir jetzt ziemlich beim Anfangsgebiet. Ja, ich muss irgendwo hin, wo ich die Karte öffnen kann. Wir sind umgeben von Gegnern. Schwierig. Aber da hinten ist Loot, da waren wir noch nicht. Du stehst im Weg. Okay, da geht's runter. Gräbertallilie, na bitte. Hätten wir doch noch was entdeckt. Ja, da unten, da, also da waren wir schon ausgiebig. Naja gut, dann... Nächstes unbekanntes Gebiet in der nächsten Folge. Ich möchte nur kurz schauen, ob wir dann richtig sind. Weil ich komme jetzt wieder ein paar Tage nicht zum Aufnehmen und dann vergesse ich drauf. Und wenn ich dort aber beim Laden gleich starte, fällt es mir ein, was eigentlich der Plan war. Uralte Ruinen von Rau. Genau. Rau, genau. Ja, nächste Folge, das Gebiet. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Sorry fürs viele Verreden und blöd daherreden, aber die Hitze macht mir echt zu schaffen. Und ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich bin raus für heute. Ich wünsche euch was. Ciao, baba.